Stege, die du abgerissen hast, hast du gebaut, um die Straße... Die haben wir schon gesprengt, Morpheus. Dieser Zwischenteil ist schon weg. Das haben wir schon begradigt. Das ist nur noch hier an der Seite jetzt so ein Ding, und damit kann ich leben tatsächlich. Das werden wir vielleicht noch irgendwann in einer ruhigen Minute auch noch wegreißen. Aber das ist schon weg. So, hier haben wir noch Manioks, ne? Maniok, let's go. Habe ich mitbekommen? Alles gut. Alles kein Problem. Wir nehmen das alles easy. So, hier wird noch voll gemacht, schön. Ihr könnt natürlich jetzt, um das ganze Kuddelmuddel hier ein bisschen in den Griff zu bekommen, könnten wir natürlich jetzt hier, weil wir natürlich auch Wege immer weiter abreißen, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache, können wir natürlich jetzt hier überlegen, ob wir hier nicht einfach um diese Fässer zum Beispiel den Weg erweitern. Dann, das würde ja eigentlich keinen Unterschied machen. Mit dem einzigen Unterschied, dass es hier natürlich auch eine Zweierhöhe geht, ne? Nee, da machen wir das nicht. Das ist mir zu doof. Nee. Deswegen ist das so schlecht hier. Oh, wir müssten die ganze Ebene hier um eins nach unten sprengen, damit das auch mal ein bisschen weiter... ja, 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 ja. Ja, I see. Mhm. Die ganze hintere Ebene müsste eigentlich um eins nach unten gehen. Die obere Mauer ist bald fertig, ja. Die ist, braucht nicht mehr lang. Dann geht ja hier der nächste Abschnitt los. Der sorgt auch hier oben schon fleißig für Holz, damit wir den Bereich hier weiter sprengen können. Das ist dann eine relativ unkomplizierte Sache, hier den ganzen Dunstkreis hier wegzureißen. Also völlig easy peasy. Dann könnten wir noch mehr Wasser hier einfach zwischenbunkern. Dann müssen wir zwei runtersprengen und dann hätten wir hier schon mal eine größere Fläche an Wasser, was hier rein könnte. Dummerweise haben halt diese Dinger hier oben einfach nicht so hart viel Druck drauf. Wobei, vielleicht schon, und wir wissen es gar noch nicht, weil wir das System nie durch haben laufen lassen. Keine Ahnung, vielleicht auch das. Mal schauen. So, hier ist das jetzt fertig. Da unten sammelt sich das Wasser jetzt immer weiter. Das läuft dann hier so quasi drüber. Man sieht das hier so ein bisschen, wie viel da jetzt gerade drin ist. Das ist so überschaubar. Ist natürlich in der Dürre entstanden. Also von daher ist das nicht repräsentativ für das, was wir vorhaben. Wir haben 16.000 Wasser im System. So viel hatten wir noch nie. Noch nie. Und das sage ich wirklich mit Stolz tatsächlich, dass wir das hinbekommen haben, in der Dürre mehr Wasser in unser System zu pumpen als in der Regenzeit. Macht auch Sinn, weil das immer tatsächlich, momentan ist es so, dass es gegenläufig ist. Hier kommt erst Wasser rein, wenn die Dürre schon fast wieder angefangen hat. Müssen wir schauen. Müssen wir ein bisschen im Blick behalten. Ich hoffe ja, wie gesagt, mit der zweiten Geschichte hier hinten wird alles besser. Jetzt ist hier zwei Ebenen und da fängt es schon langsam an. 10 Tage, 11 Tage brauchen wir noch. Das dauert natürlich eine ganze Ecke noch. Aber wir werden sehen. Wir sprengen ja momentan sehr, sehr große Mengen hier weg. Auch das wird natürlich auch irgendwo natürlich einen Ausschlag geben. Hier ist natürlich jetzt dann mehr Wasser erstmal, was hier durch muss. Ich habe die Hoffnung, und das ist wirklich meine große Hoffnung an der ganzen Geschichte, dass wenn wir hier mehr Platz bieten, dass das Wasser hier schneller durch kann. Dass das gar nicht erst die Notwendigkeit hat, hier reinzulaufen, weil zu viel Druck auf dem System ist, sondern dass schlicht und ergreifend hier der Weg so breit ist, dass es hier besser durch kann. Wir haben jetzt hier wirklich alle Stolpersteine, die dieses Wasser nehmen müsste, immer weiter weggemacht. Irgendwelche Senken oder irgendwelche Begrenzungen im Wasser, damit es nicht so Vollgas durch kann, haben wir alles weg, ne? Die mittlere Quelle ist die stärkste. Ah, das ist mega gut. Wir lieben die Quelle. Die Quelle! Ach, hier hinten kommt er ja gar nicht hin. Oh, no. Ah ja, gut. Sei es drum. Wie gesagt, vielleicht wird das, wir werden das, dieses System vielleicht nochmal komplett ändern. Weil das ist auch blöd, dass die drei Häuser hier nebeneinander stehen. Die könnten hier eins und hier eins sein. Vielleicht reißen wir wirklich mal hier so eine Sprengung hier nochmal eine ganze Gegend runter. Hier sind auch nochmal zwei Häuser. Das ist super dämlich alles. Ich glaube, mit 5 würden wir da auch hinkommen. Das sind jetzt auch 5. Aber dann hätten wir hier ein bisschen mehr und mehr weiß. Ne? Mal schauen. Müssen wir uns ein bisschen im Blick behalten. Hier ist auch verbreitert worden.
Nur hier noch nicht. Hier ist noch ein Deich drin. Warte kurz, den müssen wir natürlich... Oh, nee, den können wir nicht rausbauen, oder? Kann ich den rausnehmen? Nee, den kann ich nicht rausnehmen. Weil da steht eine... Oh, da steht das Ding drauf. Ja, okay. Dann ist es so. Ein Ärmelkanal, vielleicht auch das. So, hier ist auch nochmal eine Überlaufgeschichte für den Fall, dass wir hier unten rauslassen müssen. Hier, die Pumpen laufen noch. 10 Tage to go. Jo, jo, jo. Dann... Gut. Ja, okay. Nehmen wir erstmal so hin, wie es jetzt gerade ist. Hier haben wir schon den ersten Teil weg. Aber wir brauchen derzeit so sau wenig Material, ne? So unglaublich wenig Material für all das. Wir müssten Großbaustelle eröffnen, damit das Holz mal wieder ein bisschen gechallenged wird. Ja. Noch Schwimmbad, ein Überlauf. Hier meinst du da rein? Ja, wobei hier ist nicht so viel. Also hier kommt, hier könnte man natürlich auch nochmal tatsächlich was ändern. Indem wir, da fließt jetzt natürlich Wasser auch nach. Das ist mir jetzt gerade auch nicht so wichtig. Indem wir hier schon mal mehr Wasser reinlassen, dass einfach der Druck wegkommt. Das Ding ist halt an der ganzen Geschichte, wenn ich hatte früher hier auch Wasserüberläufe als noch weitere Überläufe. Wir werden das hier nochmal ändern. Wir werden hier mehr Überläufe bauen. Dass generell hier mehr durch kann. Also, lieber habe ich das an einer Stelle zentral, wo das Wasser durchlaufen lassen kann. Wir haben jetzt zum Glück natürlich sehr schön Zeit, das alles in Ruhe zu bauen, weil was soll uns, wer hält uns auf, ne? Wir müssen auch hier natürlich mehr Platz schaffen, dass Wasser hier durch kann. Dafür sind natürlich solche Sprengarbeiten super wichtig, dass einfach der Fluss mehr da ist, der Wasserfluss. Dass nichts stört. Welle zum ersten Tank für die Wasserpumpen. Hier meinst du? Das ist tatsächlich eine gar nicht so blöde Idee, ne? Wir haben sie auch vorbereitet bereits. Auf eine Dreierhöhe. Hier auf eine Zweierhöhe. Wie weit müssen wir noch? Bis am besten gehen wir tatsächlich bis ungefähr hier hinten auf diese Geschichte drauf. Aber das braucht halt auch Bretter, ne? Naja, egal. Ja, das war nix. Hier ist nur eine Einserhöhe nur noch. Die Frage, wie wir es dann hier hinten machen, aber das muss man dann entscheiden, wenn es soweit ist. Dann gehen wir jetzt hier mit der Welle drauf. Die braucht ja Holz. So, und dann müssen wir jetzt da... Nochmal mit einer Zweier war das, glaube ich, am Ende dann hier drauf gehen, genau. Ungefähr bis da machen wir das mal. Aber ihr habt recht natürlich, das ist eine schöne Großbaustelle. Um unsere Energie jetzt erstmal ein bisschen auch zu verteilen. Dann kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen Holz weg. Der kümmert sich ja schon, ne? Und wir kriegen mal den ganzen Rest-Kladderadatsch weg, der hier noch irgendwo im Wasser rumliegt.
Den holen die nämlich dann auch und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So. Andrea, hallöchen! Ja, hier werden wir vielleicht auch nochmal begradigen. Ich wollte jetzt bloß den letzten Reste vom Löwenzahn nicht machen. Weg den Biber in dir! Ja, na klar! So, was machen wir hier? Ja, das wird okay. Wir haben erstaunlich wenig Mais tatsächlich. Auch da müssten wir bei Gelegenheit mal gucken. Unsere Beeren haben sich tatsächlich sehr angenehm erholt. Die rocken das weg, als wäre da nichts. Ja, Nitram, ich weiß. Die sind sauschnell. Unsere Biber sind extremst schnell unterwegs. Die bauen so ein Ding halt super flüssig weg, ne? Das ist unglaublich. Diese Bibers. Großbaustelle in einem Tag fertig. Das Ding ist halt, das liegt auch noch genau zentral in unserer Base, ne? Also diesen Ausgleich hier zu machen, das ist halt auch noch super ums Eck, ne? So, das ist wirklich verrückt. Wenn es eine Zwergkomm gibt, dann bringe ich dir persönlich, höchstpersönlich eine Bibermütze. Oh, das wäre wunderschön. Das wäre wunderschön. Egal wie ihr denkt, wie verrückt ich bin, ist noch viel schlimmer. Es ist noch viel schlimmer. Achthundert Punkte, dann kannst du die Mine leisten. Ist die nicht teurer? 4000 Punkte. 1200 Punkte fehlen uns leider noch. Ja, eine Woche noch, dann sind wir jetzt in der nächsten Dürre fertig. Das ist gut. Lieb und schauen wir dich doch. Oh, das war lieb. Ja, die Kanäle und so. Wobei das hier tangiert das nicht, ne? Also diese ganze Baustelle hier tangiert das nicht, weil hier haben wir das nächste Problem. Das ist alles eins zu hoch an der Stelle. Und wir können von hier mit einem eigenen Kanalabzweig nochmal weggehen. Wenn wir dann hier rüber wollen, da haben wir nämlich alles immer noch das Problem, dass es alles um eins zu hoch. Nee, warte mal, das ist nicht um eins zu hoch, das ist nur um eins zu hoch. Die Warnung geguckt, ja, ich weiß. Das ist passiert mir auch ab und zu, da schaue ich mal hin und denke, ah, guck mal, nee, ach doch nicht. So, 16.000 Wasser, meine Lieben, das ist schon eine heiße Nummer, eine Woche noch Dürre. Wir lassen natürlich dieses Behältnis erstmal füllen, bevor wir weitergehen. Das ist jetzt schon ziemlich runter an der Stelle, also das Ding wird leer laufen. In einer Woche ist dieses kleine Pfützchen hier unten noch komplett leer. Da mache ich mir gar keine Illusionen daraus, das wird so sein. So, was wir aber machen könnten, ist mal hier ein bisschen abreißen. Das können wir tatsächlich an diesen Seitenrändern schon mal machen. Die Hauptachsen vielleicht noch nicht ganz, aber so diese Seitendinger, diese Seitenarme können wir schon mal absprengen. Das ist okay, dann sind die auch mal fort. Hier sehe ich das durchaus auch gegeben, als dass wir da hier mal terrassenweise das runter wegwurscheln können. Auch das können wir schon mal wegmachen. Hier den können wir auch schon mal wegreißen, dann ist der auch schon mal ein bisschen clean, ne? Dann reißen wir das hier Stück um Stück weiter ab. Was brauchst du für Robo-Biber? Vor allen Dingen Stahl. Also Eisen, Metallblöcke und Energie. Und die biberschen Motorenwerke, da müssten wir ja auch vorher nochmal, da haben wir ja schon gesagt, wir sprengen nochmal ein bisschen.
Da ist ja auch sehr viel durcheinander hier. Und unsere, ich glaube, unsere Zielsetzung war es gewesen sogar, dass wir hier noch auf diese, auf die untere Ebene kommen. Wobei, wenn wir das wirklich mit Erde aufschütten wollen, auf die obere Geschichte, wäre das fast noch mal einen Ticken geiler. Müssen wir mal gucken. Hier sieht man zum Beispiel, da wäre eine Drainage wichtig gewesen. Ne? Jetzt ist hier kein Wasser mehr drin im System. Warum nicht? Weil hier ausgetrocknet ist. Okay, da ist nur noch die Restpfütze hier drin. Das lag ein bisschen daran, dass wir schon per se sehr wenig Wasser in dem Zwischenspeicher hatten. Noch bevor die Dürre angefangen hat, war der ja nicht voll. Und das, weil hier auch super viel abgelaufen ist an die Seiten und so, das war alles nicht ganz optimal. Wie gesagt, wir kommen in der Dürreperiode, kommen wir jetzt gut durch. Das glaube ich schon. Mit dem Wasser, was wir haben, es kann sein, dass wir so auf 10 runtergehen, würde ich schätzen. Vielleicht 11 oder so in dem Bereich. Wenn wir uns bewegen und dann bauen wir wieder auf. Nee, die Felderbewässerung können wir nicht machen, Lücke. Das können die anderen nur. Die anderen Biebers. Ja, und hier merkt man das zum Beispiel, das könnte man mit eben unserer Drainage vermeiden. Das können wir ja jetzt theoretisch auch erweitern, wenn wir jetzt eh schon mal gerade dabei sind, können wir das auch gleich machen, dass wir hier zum Beispiel den Weg weglöschen und gleich hier mal wieder die nächste Sprengung draufjagen. Das setzt natürlich voraus, dass wir nirgendwo anders so eine Riesenarbeit haben, ne? Das ist wichtig. Bin jetzt auch wieder am Start. Red Builder, einen wunderhübschen guten Abend und schön, dass du den Weg wieder gefunden hast. Freue mich. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's wundermaß. Und Suldas, Hallöchen. Das geht mit dem Wasser ab, leider. Ja, ich weiß, was sie meint. Ich glaube, das ist bei Nahrung mit drin oder irgendwie so. Oder bei dem Wasser hier. Wir haben die Tiefenwasserpumpe, den Wasserableiter. Ist das nicht eine... Ich forsche das mal gerade. Das pumpt Wasser raus und pumpt es in einen anderen Teilbereich rein. Sehe ich das richtig? Aber wenn ich jetzt hier irgendwo Wasser habe und könnte zum Beispiel hier dann sagen, ich baue das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo so auf, ja. Habe ich hier irgendwo was, wo ich das mal testen könnte? Hier, genau. Leitet Wasser ab. Kippen die das Wasser dann rein? Ein Block sprengen, dann Wasser, dann den Ableiter drauf und dann ist dieser eine Block gefüllt. Ah ja, die kippen da Wasser rein quasi dann händisch. Ja, ja, nee. Da finde ich das passive System, wo niemand was machen muss, tatsächlich angenehmer. Das ist mir persönlich lieber aus dem Grund, weil niemand was machen muss. Du brauchst keine Träger, kein gar nichts und so. Weil das wird automatisch, sobald die Dürre vorbei ist, wird dieses System gefüllt. Bleibt dann, wenn das einmal voll ist, auf dem Niveau. Und wenn die Dürre beginnt, sinkt das auf 1,75 ab und kann dann immer weiter abtrocknen. Ich versuche alles zu vermeiden, wo ich Biber mit einbinde, vor allem Transportbiber. Das ist nämlich ganz unangenehm. Hier vorne haben wir einen Damm. Das ist 0,75, unten drunter ist ein Block Erde, also 1,75er Höhe habe ich hier auf dieser Ebene hier. Jetzt muss ich bloß warten, bis der hier weg ist, bevor hier irgendwas wild in die Luft jagt. So. So, jetzt haben wir hier 1er-Ebene weggesprengt, jetzt kommt die 2er-Ebene. Da ist natürlich, das fließt jetzt nichts nach, ne, weil das Ding ist auch nicht ganz voll hier unten. Einmal investieren und dann nichts mehr machen ist immer besser, ja genau. Das ist halt, das Ding ist halt, du sparst dir damit natürlich einen Haufen Träger. Weil wenn ich jetzt hier überall so diese Ableiter reinbauen würde und dann immer nur, selbst wenn es eine Zweier-Tiefe ist, müsste ja immer trotzdem nach der Dürre jemand dahin latschen und das auffüllen. Und so ist das alles passiv. Das läuft passiv mit. Hier kommt schon wieder der nächste Sprengstoff.
Also wie gesagt, die nächste Idee ist jetzt erstmal, also wenn unser Wassersystem voll ist, dann ist die nächste Baustelle Robo-Biebers. Robo-Bieber werden wir vorzugsweise in zwei Berufen einsetzen am Anfang. Das ist einmal drei Berufen. Das erste ist, die Robo-Bieber sollen Robo-Bieber herstellen. Das macht die Sache so viel angenehmer. Dann das zweite sind die Transport-Bieber. Weil dann können die nachts rumlaufen und alles, was tagsüber produziert wird, nämlich nacheinander abarbeiten, bis die Biebers wieder anfangen mit dem Arbeiten, sind alle Gebäude geleert worden. Und das dritte sind Bauarbeiter-Bieber. Das sind die drei Berufe, wo ich am Anfang mit Robo-Biebern ganz gerne reingehe, weil das einfach so viel angenehmer ist, wenn du das so machst. Und dann kannst du auch einen Zuchtbehälter langsam dann nach und nach dir sparen, weil du dann immer weniger Biber brauchst. Der Verbrauch sinkt dann automatisch und so weiter. Dann brauchst du, am Schluss stellst du nur noch Robo-Biber her. Das sind einfach dann die Zukunftsbiber. Oha. Noch höre ich keinen Aufschrei aus der Community. Ja, mal gucken. Das sind nicht die besseren Biber. Die Robo-Biber nehmen unseren Bibern die Arbeitsplätze weg. Was? Schwierig. Schauen wir mal. Jetzt neu mit KI. Der Biber 5000. Ich finde das so schön, wie schnell die das aufbauen. Ne? Das ist halt echt einfach ratzfatz so ein nächstes Eck gebaut. Die Neuzeit-Biber-Rassismus- Bewegung, was? Jetzt wird's ganz verrückt. Okay, jetzt gehen wir mal nach links weg mit unserer nächsten Sprengaktion. Das heißt, wir nutzen natürlich die Zeit immer, wenn sowas fertig wird. Das heißt, wir reißen jetzt mal bis dahin ab. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht gerade, weil das gut organisiert werden kann. Und wir reißen jetzt mal wirklich bis hier rüber ab. Entschuldigen Sie, Biebers? Oh nein, das geht nicht. Biebers, Las Vegas. Nein, lass das in Ruhe, lass das in Ruhe. Ihr seid doch alle gute Biber. Jetzt aber. Ran an die Jobs. Ran an die Jobs. Oh nein, das muss verbunden sein. Das heißt, wir können das nicht so verbinden, wie ich das will. Meuterei. Ja, okay, weißt du was, dann machen wir das anders. Das ist ja nicht schlimm. Dann machen wir das jetzt hier auch noch. Ja, dann haben wir wenigstens ein bisschen Mehrwert davon. Dummes Haupthaus. So. Das System bröckelt. Ja, ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Warum schlafen die denn jetzt draußen? Freie Betten 43. Echt nur noch 43 freie Betten? Schon gehen die Proteste los. Oh, jetzt ist leer, ne? Wir leben jetzt nur noch auf... Die letzten drei Tage leben wir jetzt nur noch auf Pump. Oha. Ja, hier merkt man auch schon, hier ist auch schon eine komplette Ebene runtergesoffen. Ah, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hier, die laufen aber noch. Die oberen sind wahrscheinlich kaputt. Ja. Okay, na gut. Hoffen wir auf ein schnelles und baldiges Ende dieser Dürre. Das wäre wunderschön. Ist eigentlich die Leitung da? Die Leitung ist da. Okay, Leute, die Leitung ist da. Was machen wir jetzt? Wir müssen hier anfangen mit unserer Geschichte. Dann lass uns das mal gerade parallel machen. Ich weiß nicht, ob ich hier auf diese Überlaufdinger die Pumpe draufsetzen kann. Ich bin gespannt und interessiert gleichzeitig. Ich heb am liebsten zwei Pumpen, aber da gehen zwei drauf. Ja, nice. Das ist nur falsch rum, aber ansonsten geht das, ja.
Okay, ich akzeptiere. Das ist natürlich nicht ganz optimal, so wie wir das machen, aber das ist für mich jetzt erstmal egal. Was willst du machen, ne? Okay, pass auf, wir gehen, wenn da zwei pa Pumpen drauf passen. Jetzt muss man mal schauen, ob das umgedreht auch geht. Aber warum nicht, ne? So, eins, zwei. Dann machen wir Folgendes. Dann reißen wir das gleiche System. Da müsst, links müsste es nicht ganz gehen. Das ist nicht schlimm. Ja, komm. Ja, wobei, könnte tatsächlich sogar fast funktionieren. Nicht ganz optimal, aber immerhin weniger, wenigstens ein bisschen gut. Boah, sind die Hängebrücken teuer, leck mio, ey. Okay, pass auf, wir müssen den Strom dann hier irgendwie durchleiten. Das heißt, am Ende ist es vielleicht gar nicht mal so doof. Boah, hier ist, warte mal, hier ist ja noch mehr davon. Wir haben so viel Zeug hier reingebaut, das ist ganz, ganz verrückt oft. So. Ich mache jetzt Folgendes. Und zwar, wir brauchen hier noch weitere Bewegungen. Es ist eine Bewegung. So, ungefähr so. So. Okay, jetzt müssen wir allerdings eine Sache machen. Und zwar, wir müssen hier mit einer Leitung hochkommen. Und jetzt wird es komplizierter. Vor allem, wenn wir hier den Bereich noch besprengen wollen. Wir können das theoretisch dann noch hier versetzen. Ja, das wäre gar nicht. Das, aber das können wir auch nachträglich noch. Für mich relevant ist jetzt erstmal Folgendes: Diese Pumpen kommen nicht ganz bis zum Grund hier. Also die sind um eins zu hoch, das ist aber nicht schlimm. Dann ist halt hier noch eine Pfütze drin, was soll's, ne? Wir bauen uns jetzt. Oder anders, 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 anders. Krieg ich. Die Welle muss seitlich angeschlossen werden. Warte, ich probiere was. Hier noch eine Einser drauf. Ja, du hast recht, ne? Oder vorne, aber seitlich ist, glaube ich, auch so ein Ding. Hier geht's nicht drauf. Für den Fall, dass wir das eines Tages nochmal anders bauen müssen. Sei es drum, ja. Es hilft jetzt tatsächlich nichts. Wir müssen mit der Welle ja irgendwie dahin. Dann gibt es halt jetzt nur zwei erstmal. Ja, genau, jetzt ist der angeschlossen. Wir könnten auch T-Stücke ranbauen, weil das könnten wir hier auch theoretisch noch verbreitern. Etwa könnte man eine Doppelpumpe draus bauen, aber das lassen wir jetzt erstmal so dahingestellt sein. Machen wir das mal so. Dann bauen wir das mal anders. So.